Bei dem Leitsymptom eines Brustschmerzes muss zunächst mal herausgefunden werden, wo die Symptome herkommen. Liegt es am Herzen oder liegt es an einem anderen Organ innerhalb oder außerhalb des Brustkorbes? Dafür sind bestimmte Untersuchungen möglich und notwendig, beispielsweise Laboruntersuchungen, ein EKG, auch Ultraschalluntersuchungen des Herzens, abgesehen natürlich von der körperlichen Untersuchung mit Händen und Stethoskop. All das ist dringend erforderlich und hilfreich, um erste Fragen zu klären. Man muss zunächst mal an gefährliche Notfalldiagnosen denken. Dazu zählen ganz eindeutig der Herzinfarkt, aber auch die Aortendissektion. Die Lungenembolie spielt eine wichtige Rolle, genauso wie der Einriss der Lunge, wo ein Spannungspneumothorax entstehen kann. Letztlich aber auch die Speiseröhre kann betroffen sein. Wenn die einreißt, macht sie entsprechende Symptome. Können aber auch harmlose Ursachen eine Rolle spielen, beispielsweise das Sodbrennen oder Rückenbeschwerden, die nach vorne ausstrahlen und sich so anfühlen, als habe der Patient einen Herzinfarkt. Sollte ein akuter Herzinfarkt Ursache der Brustschmerzsymptomatik sein, dann wird hier immer das als eine Notfallsituation gewertet. Gibt es EKG-Veränderungen, könnte eine sofortige Herzkatheteruntersuchung und Behandlung notwendig sein. Sollten sich allerdings keine EKG-Veränderungen zeigen, so wird man den Patienten sicherheitshalber am Monitor überwachen und mit Blutwerten weiter untersuchen, in welche Richtung es geht. Möglicherweise muss eine Herzkatheteruntersuchung später durchgeführt werden.